Moin und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zur nächsten Folge von Anno 1800. Wir werden heute eine Folge machen. Ich hatte eigentlich vorgehabt, dass wir am Montag eine haben und am Dienstag Pause machen, so wie wir sonst auch machen. Dienstag, Donnerstag ist immer so ein kleines Päuschen. Hat nicht ganz hingehauen aufgrund von Ostern. Dementsprechend werden wir das heute nachholen. Und zwar waren wir beim Hochziehen jetzt mittlerweile so weit, dass die Bauern komplett fertig sind. Wir haben nur noch 1700, die nehmen wir als Kulanz. Und jetzt gehen wir an die Arbeiter ran, ziehen also die hoch. Das machen wir mal eben und wir sollten auch schon mal vorbereiten, denn wir sind mit den Bedürfnissen heute fertig, dass wir quasi am Donnerstag bzw. am Mittwoch, Entschuldigung, morgen zu den Ingenieuren hochziehen können. Also werden wir gerade mal alle Unis hochziehen und natürlich auch die Hospitäler, damit wir da auf der sicheren Seite sind. Und jetzt gehen wir mal kurz gucken, von wo wir das machen. Einmal grob dran. Und werden die ganzen Arbeiter mit hochziehen. Wir gucken mal unten rechts, 4700, das haut so gerade eben hin. So. Na komm. Vielleicht bleibt noch ein bisschen übrig, dass wir zumindest diese Ecke hier vorne noch machen können. Ja, nicht ganz. Den Rest machen wir später oder morgen weg. So. Dann gucken wir einmal rein. Jetzt haben wir eine große Menge an Handwerker mittlerweile. Die Arbeiter ziehen wir ja so lange mehr zurück. Das heißt, es müsste jetzt eigentlich so langsam wieder gelegt haben, wenn wir mal alles übereinander legen. Fische und Arbeitskleidung ist mittlerweile kein Problem mehr, ne? Das hatten wir ja vorher, dass die Bedürfnisse doppelt so hoch waren. Jetzt ist gerade die Wurst ein bisschen im Engpass, aber wir wissen ja, auch die Handwerker werden sehr schnell wieder hochgezogen. Wir ziehen also jetzt keine zweite Handelskammer hoch für die Würstchen. Brot ist gerade im Minus, aber das ist auch kein Drama. Auch dort wird es wieder runtergehen, sobald die Handwerker und Arbeiter wirklich auf der zweiten Insel unten nur noch leben. Seife ist okay, das läuft soweit, das war wie gedacht, hier genauso, also alle Arbeiterbedürfnisse werden ja auch wieder gedrosselt werden, die Nachfrage, das ist also soweit okay. Was wir vielleicht machen müssten, müssen vielleicht ein paar Sachen noch importieren, ich muss mal gerade gucken, kann man das überhaupt, kann man fertige Würstchen importieren, ich weiß es gerade gar nicht, dass man da vorübergehend das Problem, ja, geht, dass man da vorübergehend das Problem eventuell damit löst, weil es werden ja noch ein paar Handwerker kommen. Und die verbrauchen ja auch Würstchen. Aber wir brauchen keine zweite Handelskammer, da wir ja bald hier nur noch Ingenieure haben und die überhaupt keine Würstchen verbrauchen. Sondern wir haben bald diese ganzen Einwohner nur noch auf der unteren Insel. Von daher würde sich das für uns nicht lohnen. Also wenn da der Engpass ein bisschen größer wird, werden wir da kurz dran gehen und sagen, okay, wir importieren vorübergehend die fehlenden Waren. Und sobald die dann wieder quasi umgebürgert wurden, beziehungsweise hier unten leben, ist der Verbrauch wieder völlig in Ordnung und dann brauchen wir uns ja nur noch um die Ingenieure kümmern und die paar Einwohner, die wir quasi auf diese Insel kriegen, da reicht diese Insel auf jeden Fall für aus. So, hier fehlt übrigens gerade ein Lager aus, sehe ich gerade mal. Wobei, das liegt an einem Schnaps, der arbeitet eh nicht durchgehend, von daher ist es nicht so dramatisch. Wir kümmern uns heute, wie gesagt, um die letzten Bedürfnisse, die da wären, die Nähmaschinen und die Pelzmäntel. Dementsprechend werden wir da mal uns zwei Handelskammern zurechtlegen. Wir haben ja noch ein bisschen Platz. Also gehen wir einmal hier unten rein. So, und hier oben. Ich glaube, bei den Pelzmänteln und sowas müssen wir auf lange Sicht wahrscheinlich noch eine zweite bauen, weil die Ingenieure meines Wissens auch die Pelze verbrauchen. Meine ich zumindest. Ich meine ja. Genau wie die Nähmaschinen auch. Da kann also gut sein, dass wir das später nochmal ein zweites Mal machen, dass wir dort noch eine weitere Handelskammer hochziehen, dann aber auch später wirklich auf dieser Insel. Die ist ja dafür gedacht, dass wir die Ingenieure und Investoren quasi von den Produktionen vom Bedarf her gedeckelt bekommen. Da kümmern wir uns dann hier später drum. Wir machen jetzt erstmal den kompletten normalen Verbrauch von unseren Bauern, Arbeitern und Handwerkern auf dieser Insel. Und sobald wir dann, ich denke mal, diese Woche noch hochziehen, werden wir dann auf dieser Insel hier unten anfangen, die Produktion zu starten. So, womit wollen wir anfangen? Ist im Prinzip ja Jacke wie Hose. Machen wir es nach Reihenfolge, gehen wir mit Nähmaschinen rein. Und zwar, ich lege sie gerade mal rein, dann gehen wir sie durch. Feras, so. Einmal der Bruno, der Gute. Produktion plus 50 und natürlich bei jedem dritten Durchgang Geschütze und Dampfmaschinen. Wir haben zwar derzeit immer noch keine Probleme, würde ich sagen, nur die Lager sind voll. Aber es wird natürlich in Zukunft dann irgendwann auch die Phase kommen, wo wir auch unsere Abwurfprodukte nicht mehr genügend haben. Dementsprechend stellen wir natürlich auch noch weiter her. Und also hier schwere Geschütze und Dampfmaschinen und dasselbe kommt dann bei Dario, dem Maschinenbauer. Da bekommen wir dann Taschenuhren und Phonographen, was uns auch bei den Ingenieuren bzw. Investoren schon mal helfen wird. Das sind keine großen Massen bei jedem achten Durchgang. Ich weiß nicht, wie viele Nähmaschinen wir gleich produzieren werden. Ich würde mal schätzen, grob um die 100. Das heißt, wir produzieren 12, 13 von Taschenuhren und Phonographen circa. Das ist nicht viel, aber man nimmt sowas natürlich mit. Und was für uns wichtig ist, wir verbrauchen keinen Stahl mehr. Normalerweise wäre ja Stahl
unser Produktionsgut, was wir brauchen würden. Aber dann ist es nur noch Eisen. Wir sparen uns also diese ganze Sache hier. Und dann der gute Fera ist noch mit 50%. Wir kämen also summa summarum auf 100% Produktionsbonus plus halt die 10% Arbeitskraftreduktion, was ja auch ganz angenehm ist. So, wir dürfen natürlich nachher noch nicht vergessen, dass wir die Hölzer, die Baumstämme quasi noch importieren. Das dürfen wir nicht vergessen, das ist mir nämlich schon mal passiert. Da müssen wir dran denken. So, jetzt müssen wir gerade diese Straße nochmal anpassen. Wir reißen die gerade nochmal ab. So, ziehen es ein bisschen weiter höher. Kriegen wir da zwei in eine Reihe hin? Nein, aber quer würden wir es hinkriegen. So, na, so passt das. Okay, dann bauen wir jetzt einfach mal, ich würde sagen, dasselbe hier hin. So, und dann einfach eine Reihe davor, ne? Hoppala. So. Hier klappt auch noch eins hin. Und dann müssten wir eigentlich den oberen Bereich quasi gut abgedeckelt bekommen. Hier passt keins mehr hin. Wenn wir das quersetzen würden, die beiden hier, würden wir da auch nichts durchgewinnen. Eigentlich müsste das so optimal sein. Bei der Handelskammer hier oben ist es nicht so ganz dramatisch. Wir können es noch ein Stückchen runtersetzen. Aber die Gebäude, also die Schneidereien, glaube ich, so heißen sie. Genau, Schneidereien sind ja wesentlich kleiner. Von daher passt das da oben ruhig. Das ist in Ordnung. Und dann gehen wir mal hier dran. Die Straße muss auch eben weg. So, ganz außen. 1, 2, 3, 4. Das gefällt mir nicht. Ich glaube... Ah, kriegen wir da mehr hin? Nee, ne? Nee, nee. Das schaffen wir nicht. Lassen wir es so. Und ab wann dürfen wir die nächste setzen? 1, 2 und 3. Wenn wir die alle quersetzen, passt das? Nein, okay. Das heißt, du musst wirklich wieder so platziert werden und du kommst hier vorne dran. Okay, jetzt gucken wir mal, ob das von den Straßen auch hinhaut. Weil das ein bisschen Kuddelmuddel jetzt hier aussieht. Wir gucken mal. Hier klappt es schon mal nicht, aber wir kommen von dort dran. Ein Lagerhaus könnte nicht hinhauen, aber wir machen es anders, dann klappt das auch. So, wir wissen ja, das Lagerhaus dient als Verbindungsstraße. Das heißt, diese Nähmaschinenfabrik kommt auch dran, das ist gut. Dann verbinden wir mal den Rest. So. Okay, jetzt gucken wir mal gerade. Es ist kein Lagerhauszeichen mehr vorhanden, außer die beiden hier und hier oben. Das liegt aber einfach daran, dass wir noch nicht verbunden haben. Und noch keine Lagerhäuser gesetzt haben. 1, 2, hier vorne irgendwo von mir aus noch eins hin. So, weil hier oben könnte noch eine Handelskammer rein. Da müssen wir natürlich auch ein bisschen auf den Platz aufpassen. Und man sieht, es funktioniert. Na, jetzt müsste kein Lagerhauszeichen mehr da sein. Nein, perfekt. Dann würde ich sagen, bevor wir uns gleich um die nächste kümmern, schließen wir diese erstmal komplett ab. Sprich, wir brauchen also Baumstämme und Eisen. Ich bin mal gespannt, wie viel produzieren war. 60 gerade mal. Also wir kommen auf 8 Taschenuhren und 8 Phonographen. Ist kein Riesenabwurf, aber sowas nimmt man natürlich mit. Also von daher vollkommen in Ordnung. Wir müssen natürlich nachher Produktion für diese beiden nochmal speziell aufbauen. Aber zumindest einen kleinen Abwurf haben wir. 60 Tonnen. Wir vergleichen mal gerade eben mit dem derzeitigen Verbrauch. Das wären jetzt schon 50. Aber wir wissen ja, die Handwerker, die wir gerade haben, jetzt gucken wir mal gerade von der Menge her. Ich glaube, dass selbst die Menge, die wir jetzt hier gerade hochgezogen haben, wir noch nicht mal nachher auf der Insel haben werden. Von daher ist die Menge, die wir hier produzieren, völlig ausreichend. Natürlich müssen wir bald nochmal dran, sobald die Ingenieure kommen, weil auch die wollen Nähmaschinen haben. Aber wir wollen ja wirklich nur im Hinblick auf die zweite Insel hier unten produzieren. Alles weitere kommt ja später auf dieser Insel hier. Also 60 haben wir gesagt. Also brauchen wir 60 mal 35.800, 2.100 Eisenerz und Baumstämme. So. Und wir nehmen wie immer unsere Dampfmaschinen, solange es funktioniert. Zumal wir auch gleich noch weiteren Abwurf haben dadurch. Knapp 20 Tonnen müssten dann immer reingeflattert kommen. Also, na, man verbraucht auch gerade mal 39. Und hier sind es 58. Also das in 35 Minuten, das ist ja gar nichts. Ne? Das Lager wird also weiter nur so steigen von der Kapazität her. Beziehungsweise voll sein ohne Ende. Aber auf Dauer werden wir es gebrauchen. So, das läuft. Wir brauchen aber natürlich trotzdem Minimum eine Feuerwehr. Eher sogar eine mehr. Die explodieren auch mal ganz gerne. Man kennt es ja. So, vier Stück, das ist okay. Hier oben kommen eh noch zwei hin. Von daher langt es. Und dann machen wir dasselbe auch bei den Pelzmänteln. Nur natürlich mit anderen Items. Und zwar einmal die Lady Jane. Dann unseren guten Frank, den Modeguru. Und den Feras. Das ist hier, glaube ich, noch genau von den Tieröfen übergeblieben. Und zwar
haben wir hier erstmal eine Produktionssteigerung von 50, was aber schön ist. Und dann bei jedem sechsten Durchgang Ponchos und Melonen. Das wird uns später helfen. Ich habe extra, also nicht extra darauf geachtet, dass wir Abwurfprodukte haben. Ich habe hier nur auf die Produktion geachtet. Aber Abwurf mitnehmen ist natürlich nicht schlecht. Wir werden die Waren so oder so später in der neuen Welt noch brauchen, wenn wir Manolas noch hochziehen oder Manola. Irgendwie so. So ähnlich hieß die Insel. Also wir brauchen das definitiv noch. Und hier dasselbe, plus 40 Produktionsbonus. Was mir hier wichtig war, war die Eingangswarengeschichte. Und zwar verbrauchen wir keine Felle und Baumwollstoff mehr, wie es typisch wäre, sondern Eisen und Wolle. Und dann gibt es noch einen kleinen Abwurf von bei jedem 12. Durchgang Ponchos, Kleidung und Melonen. Ist nichts Gewaltiges. Wie gesagt, mir waren hier eher die Eingangswaren wichtig. Und dann kommt der gute Feras noch dabei. Wir kommen also summa summarum auf 90, 140 Produktionsboni und insgesamt 10 Prozent weniger Arbeitskräfte. Ist nicht riesig, aber wie gesagt, ich habe mich hier eher an den Produktionszahlen orientiert. Und dann gehen wir da mal ran und hier sollten wir eigentlich keine großen Schwierigkeiten haben, hoffe ich zumindest. Hier passen schon mal zwei direkt in der Reihe, das ist schon mal schön. Hier oben schon mal nicht, das ist schon mal nicht so geil. Jetzt setzen wir es, wie wir es immer machen, glaube ich, einfach mal eine Querreihe davor. So, vielleicht kriegt man hier oben noch irgendwie da eine hingestellt, mal gucken. Und ein bisschen Platz lassen. Wir könnten, warte mal, gerade gucken, wie die aussehen. Hier wäre der Zugang zu der oberen. Wenn wir das hier hinstellen würden, könnte man hier eine Straße reinziehen, ne? Genau. Oder auch hier oben noch. Da kriegt man noch ein bisschen mehr rausgeholt. Na, ist Blödsinn. Nee, wir machen das so wie immer. Wir lassen einfach eine Spalte frei. Die Zahlen, die wir gleich rausbekommen. Und wir wissen ja, wir werden die Produktion hier nur für die Handwerker etc. stehen lassen. Wir brauchen eh nicht so dramatisch viel. So. Die Produktion wird schon groß genug sein. Gehe ich mal ganz stark von aus. Hier oben kommen wir nicht lang gleich. Ne? Müssen wir querstellen. Sonst kommen wir hier oben nicht mehr mit der Straße lang. 2, 3. So, wir verbinden erstmal alles. Und dann gucken wir uns mal die Zahlen an. Hier passt nichts mehr rein. Das ist ein bisschen schade. So, jetzt müsste eigentlich alles verbunden sein. Das muss noch nicht mal zwingend rein, aber wir lassen es mal, damit die Lagerhäuser besser bedient werden können. Von den Lagerhäusern wird es ein bisschen eklig gerade. Müssen wir mal gucken. Wir verbinden mal diese beiden nach oben. Wie viel sind es insgesamt? 25. Da kann eine Feuerwehr hin. 1, 2, 3. Machen wir es mal so. Ist es nicht ganz optimal? So, stellen noch ein paar Bäumchen da rein, dann stört das nicht. Sieht das nicht so hässlich aus hier. So. Und dann sollte das von den Lagerhäusern hinhauen. Gehe ich mal stark von aus, ne? Haben alle ein fehlendes Warenzeichen? Ja, ne? Genau, also alle sind soweit verbunden, das ist wichtig. Und dann kommen hier noch zwei Feuerwehren hin. Die haben ja auch ein bisschen Kleinplatz übrig, von daher ist es in Ordnung. Und dann gucken wir mal rein. Ich denke mal, die Zahlen werden jetzt wesentlich höher sein. Und zwar haben wir 120, genau. Und wenn wir das mal vergleichen mit dem derzeitigen Verbrauch, wir haben ja eben gesagt, wir werden nicht so viele Handwerker haben auf der zweiten Insel. Das sind gerade mal 47. Also das reicht locker. Wir können sogar wahrscheinlich später die Hälfte auch nach Crown Falls bringen, weil dort werden wir weiterhin auch Pelzmäntel brauchen für die Ingenieure etc. Da kann man ruhig dann 60 Tonnen pro Minute abzwacken und den Rest lässt man als Kulanzplatz übrig. Wir bringen also später alles hier rüber, stellen hier Mindestbestellwert ein oder Mindestlagerbestand ein und den Rest bringen wir dann nach oben, dass wir den nicht umsonst produzieren, zumal ja auch unsere Abwurfprodukte auch verbraucht werden wollen, ne? Genau, da würde ich sagen, stellen wir jetzt gerade erstmal noch die Zahlen ein, die wir importieren müssen. Wir gucken nochmal kurz rein, damit wir die genaue Zahl haben. Das waren 120 auf die Zahl, okay. Also 1200, 2400, 3600 und nochmal 600 drauf, 4200, wenn ich mich nicht ganz täusche. Das heißt, wir brauchen Wolle und, habe ich vergessen, Wolle und Eisenerz, ne? Ich würde mal gerne wissen, wie aus Wolle und Eisenerz Klamotten werden, aber ja, Eisen und Wolle. Genau. Sind auf jeden Fall interessante Klamotten dann aus Eisen. Wo ist es? Eisen haben wir schon hier. Wolle noch nicht. Wolle ist, glaube ich, ganz oben. Nö, doch nicht. Wo ist die Wolle? Wolle, Wolle, Wolle. Da ist sie doch. So, stellen wir mal hier rein. Da haben wir noch einen Platz übergelassen, warum auch immer. Und auch dort nehmen wir Dampfmaschinen. Bis wir halt wirklich dahin kommen, dass die Dampfmaschinen weniger werden, dann nehmen wir halt auch schwere Geschütze dabei. Aber bis dahin können wir es ruhig so lassen. So, 4200, das haut hin. Jetzt muss ich mal gerade gucken wegen dem Lagerplatz. Wie viel haben wir hier? 5100. Das haut leider nicht ganz hin. Aber
Na, wir brauchen insgesamt 6300. Müssen wir auf kurz oder lang noch irgendwie dafür sorgen, dass wir entweder die Produktion hier ein bisschen entlasten, indem wir zum Beispiel auch die Eisenmine noch bebauen. Wir brauchen da eh noch Öl später. Oder indem wir irgendwann eine andere Insel nehmen und da noch Eisenerz quasi zuliefern. Das müssen wir auf lange Sicht auf jeden Fall im Auge behalten, dass wir nicht die vollen 6300 importieren können. Uns fehlen derzeit knapp 1200. Wir brauchen die ganze Menge derzeit nicht. Na, ihr habt es gerade gesehen, wir verbrauchen gerade mal 50 Pelzmäntel anstelle von 120. Das heißt, es wäre nicht so tragisch. Aber wenn wir irgendwann an die Kapazität kommen, dass wir es brauchen, müssen wir einfach wieder rausfinden, wo das Problem liegt. Und dann müssen wir daran denken, dass das hier ist. Na, da sollten wir das im Kopf behalten. So, dann fangen wir erstmal an mit den Routen. Wir stellen erstmal die ganz normalen, standardmäßigen Items ein, die wir, oder Güter ein, die wir herstellen. Und zwar Nähmaschinen erstmal. Ein Schiff wird da ausreichen. Voila, ich habe gerade aus Versehen gegen das Mikro gehauen. Nähmaschinen, so. Trelawney-Versorgung und Abmarsch. Upsala, upsala, so. Okay. Jetzt, okay. Wir werden die zusätzliche Fracht entsorgen, sonst kommen unsere Abwurfprodukte nicht. Dann dasselbe nochmal für die Pelzmäntel. So. Pelzmäntel. Belorni. So. Auch da lassen wir erstmal. War das 47 Tonnen verbrauchen wir. 6 Minuten Zeit einmal hin und zurück. Wir nehmen mal zur Sicherheit 2. So. Regent 2. Abmarsch. Und auch hier müssen wir die Fracht entsorgen. So. Jetzt haben wir aber noch Abwurfprodukte. Wir werden die schweren Geschütze und die Dampfmaschinen erstmal nur auf der Insel lassen. Wenn wir sie nachher hier brauchen, bei den Ingenieursproduktionen, dann ziehen wir die uns rüber. Das ist okay, aber noch sind wir nicht so weit. Also lassen wir die erstmal stehen. Was aber weg kann, sind erstmal die Arbeitskleidung, die Ponchos und die Melonen. Die Arbeitskleidung werden wir, weil der Import eh passend eingestellt ist, schon mal direkt hier runterbringen, auch wenn wir es derzeit nicht brauchen. Aber der Import steht, es juckt uns auch nicht, ob wir da 5000 Arbeitskleidung importieren. Die kosten ja nun mal nichts. Dementsprechend bringen wir sie schon mal runter. Fortuna. Arbeitskleidung, hoppala. Kleidung. Belorni-Versorgung. So, wir mal gerade kurz gucken, wie groß die Produktion davon denn ist. 10 Tonnen, da reicht ein Schiff locker aus, ne? Und Melonen und. Melonen sind es 30 und Ponchos auch 30. Dann nehmen wir lieber zwei Schiffe, würde ich sagen. Bis die in der neuen Welt angekommen sind, das dauert ein bisschen länger. Dann nehmen wir also ruhig zwei. Also, wo ist es? Machen wir dreimal Melonen. Und dreimal die Ponchos. Da. So. Zwei Schiffe. Hätte man natürlich auch jetzt einzeln machen können, aber ist jetzt wurscht. Poncho, Melonen. Und das geht dann natürlich in die neue Weltversorgung. Mal gerade gucken, wo ist sie? Wo ist wieder blind? Da. So, das heißt, die Routenverwaltung haben wir auch drin. Und das läuft. Na, jetzt müsste doch eigentlich alles. Wir kontrollieren nochmal. Holz haben wir importiert, Eisen auch, Wolle auch und Eisen sowieso. Gut, also das rennt. Muss ich mir, wie gesagt, nur noch Gedanken darüber machen, wie wir den Lagerplatz hochbekommen oder wie wir das Problem bald lösen. Derzeit haben wir es nicht, aber es wird wahrscheinlich am naheliegendsten sein, dass wir sagen, okay, wir werden diese Inseln, diese Vorkommen hier alle umwandeln. Wir können das schon mal ausbauen gerade. Wir werden die umwandeln, allesamt zu Eisenerzminen und die dann mit den Items laufen lassen, die wir immer nutzen fürs Öl. Und dann müssten wir eigentlich schon auf die Produktionszahlen kommen, dass wir nicht mehr die 6300 waren das, glaube ich, jetzt. Ja, ja, genau, 6300, sondern dass es nur noch 5100 sind und dann kann man das damit eigentlich gut hinbekommen, ne? Beide sind jetzt am Laufen, genau. Von daher ist es in Ordnung. Man produziert ja auch standardmäßig jetzt, glaube ich, schon 8 Tonnen, ne? Ja. Ist natürlich jetzt momentan noch nichts, aber wenn dann die Buffs drin sind, dann kommen wir da auf knapp 20, 30 Tonnen und dann wirkt sich das auch so ein bisschen stärker aus und dann passt das wieder. Ich glaube, das ist der einfachste Weg, dieses Problem oder dieses Dilemma oder was wir da haben, zu beseitigen. Ne? Wir haben hier eh schon einen hingestellt. Da wollen wir die auch noch anpassen, die Erzart. Das können wir gerade mal machen. Eine haben wir, zwei leider nicht. So, dann lauf du auch schon mal. Darum kümmern wir uns aber noch, weil derzeit haben wir jetzt keine Items für Öl etc. Oh, hier fehlt ein Lagerhaus. So. Und sobald wir dann Items haben für Öl, und wir werden auf jeden Fall noch genug Öl brauchen, werden wir diese Geschichte dann erledigen. So, das heißt, wir sind eigentlich soweit durch, ne? Genau, Nähmaschinen, Pelzmäntel,
Rum kriegen wir so oder so. Von daher brauchen wir gar nichts mehr machen. Wir können also morgen, genau, morgen ist Mittwoch, morgen können wir dann direkt anfangen, auch die ersten Ingenieure hochzuziehen, um auch so ein bisschen den Verbrauch hier zu drosseln. Weil wir haben eben gesehen, dass es ein bisschen am Rande des Wahnsinns ist hier. Ne? Man hat ein bisschen Probleme beim Brot. Bei Wurst ist es gerade noch so eben in Ordnung. Aber damit wir das Problem ein bisschen wegbekommen, ziehen wir dann auch ein paar Ingenieure hoch. Und sobald die Zahlen dann wieder okay sind, ziehen wir weitere Arbeiter hoch und so weiter. Dass wir da so einen passenden Kreislauf haben, ne? Gut, Freunde. Dann würde ich sagen, sind wir für heute durch. Morgen kümmern wir uns, wie gesagt, um die Ingenieure, ziehen die ersten hoch und bereiten dann diese Insel hier vor, dass die Ingenieure quasi zukünftig decken wird, was die Verbrauchszahlen angeht. Und dann gehen wir hier systematisch immer peu à peu ein Stückchen weiter, ne? War schon ein bisschen schön ist es schon, ne? Ein bisschen. Ein bisschen ist es schön. Gut, Freunde, dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like da und abonniert den Kanal, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao.